Gast bei René Meier. Paul Kleiner hatte schon als kleiner Bub einen besonderen Bezug zur Bibel. Ich bin die ersten Jahre in Nigeria aufgewachsen und habe mit der Bibel gelernt lesen. Carmen Herdi-Sauter ist eine Praktikerin, auch beim Bibellesen. Auch wenn das Bibellesen manchmal schwierig zu verstehen ist, staune ich doch immer wieder, wie mir die Bibel Hilfe gibt für meinen Alltag. Ich begrüße Sie bei Fenster zum Sonntag zur Sendung «Ein Buch mit sieben Siegeln». Und damit ist die Bibel gemeint. Ein Buch, das den einen Trost und Orientierung gibt. Und für die anderen ist es einfach veraltet und unverständlich. Zur Sendung begrüße ich Carmen Herdi-Sauter. Sie ist Hauswirtschaftslehrerin und Mutter von zwei Söhnen. Sie liest die Bibel und setzt sie auch immer wieder um im Alltag. Trotzdem ist die Bibel für sie auch ab und zu ein Buch mit sieben Siegeln. Der Dr. Paul Kleiner ist Theologe und Rektor am Theologisch-Diakonischen Seminar TDS in Aarau. Er unterrichtet dort Neues Testament und Ethik. Er ist in Nigeria und in der Schweiz aufgewachsen. Ganz herzlich willkommen. Okay. Herr Kleiner, Sie sind von klein auf mit der Bibel aufgewachsen. Ihre Eltern sind in Nigeria gesehen, haben dort die Bibel übersetzt. Sie haben dann später selber Theologie studiert. Jetzt tun Sie Theologie unterrichten. Gibt es in der Bibel überhaupt noch Fragen, die für Sie nicht klar sind? Auf jeden Fall. Gerade heute Morgen hat ein Student mich gefragt, eine Frage, und ich musste sagen, ich weiss es nicht. Um was ist es denn bei dieser Frage gegangen? Im 1. Mose, da die Stelle, Söhne der Götter, halt mit den Töchtern der Menschen, Kinder und so. Ich verstehe das nicht. Wer ist das gewesen, hat er mich gefragt, ich weiss es nicht. Und was macht denn ein Doktor der Theologie, wenn er so eine Frage herkommt und nicht weiter weiss? Es gibt Fragen, die ich versuche, mehr zu studieren, herauszufinden, zu lesen, mit anderen Leuten zu reden. Und dann gibt es Fragen, die mich zu wenig packen. Und dann sage ich, ich weiss es nicht und gehe weiter im Leben. Also man muss auch nicht auf jede Frage eine Antwort haben? Ich habe sicher nicht auf jede Frage eine Antwort. Da kommt ja noch etwas anderes dazu, was eigentlich interessant ist. Ich meine, wer liest schon 40 Jahre lang ein Buch? Sie sind jetzt über 40 Jahre lang mit der Bibel unterwegs, wenn man so kann sagen, Sie haben mit der Bibel gelernt lesen sogar. Ist Ihnen die Bibel noch nicht verleidet? Nein, auf keinen Fall. Ich meine, es gibt Sachen, wo, wenn ich es lese, dann ist es wie neu. Also ich habe es schon lange nicht mehr gelesen. Es ist ja doch ein dickes Buch. Und dann gibt es Sachen, wo ich auswendig weiss, aber wenn ich wieder darüber nachdenke oder auch wenn es mir einfach in den Sinn kommt, dann spricht es mich noch, ja, es ist faszinierend, es ist orientierend, es ist super. Das kann man ja eigentlich nicht schnell von einem anderen Buch sagen, dass man ein Buch 40 Jahre lang lesen kann und es immer wieder spannend findet, einem immer wieder neue Sachen ansprechen. Auf was führen Sie das zurück? Ja, in der Bibel. Die Bibel ist für mich natürlich mehr als ein Buch, also einfach Papier- und Druckerschwärze. Es ist Gott, der durch seinen Geist durch das Buch redet. Es ist eine Kommunikation mit dem lebendigen Gott. Und der ist lebendig und ist wie 40 Jahre mit jemandem sonst unterwegs. Ich bin noch nicht 40 Jahre geheiratet. Das ist auch immer wieder spannend. Eine Beziehung, die sich auch verändert. Ja, man kennt sich und doch ist es auch immer wieder neu und schön. Ihre Beziehung zu dem Buch, Frau Herdi, hat ja auch relativ früh angefangen, als Sie noch eine junge Frau waren, ein Teenager sogar. Ja. Haben Sie eine Beziehung angefangen mit Jesus Christus? Haben Sie dann auch von Bibel gelesen? Mögen Sie sich noch erinnern, so an Ihre ersten Leseversuche? Ja, das war so eine Jugendgruppe und die bin ich gerne angegangen. Wobei am Anfang war die Jugendgruppe selber, die mich sehr fasziniert hat. Und man hat dann dort die Bibel gelesen. Also es ist irgendwie nicht gerade jetzt, dass ich dort hin wäre, weil man die Bibel liest. Und habe aber dann gemerkt, es interessiert mich. Ich habe dann aber im Alten Testament angefangen zu lesen und habe gefunden, oh, das ist aber ein bisschen kompliziert und habe vieles nicht verstanden. Bis mir dann mal jemand gesagt hat, du musst im Neuen Testament anfangen. Und dort ist es viel einfacher geworden und vor allem der Gott hat mich dort anders gedunkt, hat mich auch sehr direkt angesprochen. Dann. Anders? Wie meinen Sie das? Also es war so der liebende Vater im Himmel für mich, den ich wirklich gesucht habe. Ich bin ein Scheidungskind von dem her. Also, ja, es war wirklich für mich faszinierend, dass ich da einen Vater im Himmel habe. Und ja, nachher all die Geschichten auch von Jesus zu hören und auch wie er zu einem redet. Also die ganze Liebe, die Botschaft, die er für einen hat, das hat mich wirklich fasziniert. Dann. Ja.
Auf das andere Thema, Altes Neues Testament, kommen wir nachher noch mal zurück. Das ist effektiv ja nicht ganz einfach zu verstehen. Sie haben ja vermutlich auch von vorne in der Bibel einfach lesen, wie man bei jedem Buch vorne lesen. Und dort ist eben zuerst mal das Alte Testament. Aber eben, bevor wir auf das zu reden kommen, Herr Kleiner, ich möchte, dass wir jetzt miteinander einen ganz kleinen Einführungskurs machen zu Handen, einfach von all den Leuten, die uns zuschauen, um einfach uns wieder mal die Fakten über die Bibel in Erinnerung zu rufen. Ich stelle Ihnen also eine Frage und bitte Sie ganz kurz und zack einfach zu antworten. Und wir wollen das einfach dann stehen. Erste Frage, was ist die Bibel? Die Bibel ist das Wort von Gott. Wie ist die Bibel aufgeteilt? Es gibt den ersten Teil, das Alte Testament, 39 Bücher, dann das Neue Testament, 27. Wer hat die Bibel geschrieben? Es sind ganz verschiedene menschliche Autoren, David, Mose, Paulus, vielleicht die bekanntesten. Und durch sie und hinter ihnen Gott selber. Hat man denn die Originalhandschriften noch, die David eben geschrieben hat, oder ein Paulus zum Beispiel? Nein, Originalhandschrift hat man keine mehr. Woher weiss man denn überhaupt, was die damals aufgeschrieben haben? Das sind alte Manuskripte, so wie das bei allen Büchern ist aus dem Altertum. Also vom Tacitus oder so hat man auch, oder vom Homer hat man auch keine Originalhandschriften. Aber woher weiss man denn, dass das sorgfältig überliefert worden ist? Weil das hat man ja immer wieder müssen abschreiben und abschreiben und abschreiben. Da haben sich ja Haufen Fehler einschleichen. Es hat so viele Handschriften wie zu keinem anderen Buch aus der Antike. Und die ersten Handschriften vom Neuen Testament, die sind etwa 30, 40 Jahre nach dem Original. Und das ist relativ nah. Und dann hat man sehr viele Handschriften. Und dann tut man vergleichen und versucht, von dem her herauszufinden. Also das ist ein Zweig der Wissenschaft, der versucht herauszufinden, was ist möglichst nah beim Original. Was ist Ihnen so durch den Kopf gegangen, Frau Härti, als Sie jetzt hier Herrn Kleiner so zugelassen haben bei unserem kleinen Bibelkurs? Ja, es ist viel Fachwissen dahinter auch. Und ich merke, dass man viel Zeit braucht, wahrscheinlich auch, wenn man das Ganze studieren will. Und dass es nicht, manchmal nicht nur darum geht, um den Inhalt, sondern auch wirklich Facts schaut, woher kommt das Ganze. Und ich denke, es ist gut, wenn man Fragen stellen darf. Also, woher kommt es? Warum ist es so geschrieben? Sie sagen jetzt gerade das Stichwort, das ich Ihnen hätte zuspielen wollte. Sie dürfen nämlich jetzt Fragen stellen. Wir haben ja jetzt den Fachmann bei uns. Und Sie haben ja ein paar Siegel, die Sie geknackt haben zum Thema der Bibel. Was ist so ein Thema, das Sie beschäftigt, wo Sie sagen, da möchte ich jetzt eigentlich schon mal eine Antwort wissen? Also, als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen und in Mose gestöbert habe, hat es mich lange einfach immer, ich habe mir den Kopf geschüttelt, wenn ich gelesen habe, wie alt das die Menschen wurden. Ich habe gefunden, das ist doch fast nicht möglich, dass irgendeiner 800, 900 Jahre alt wird und vielleicht mit 500 Jahren noch Kind gehabt hat. Und ich habe mich dann einfach gefragt, also ist das möglich? Also, oder warum, wie erklärt man das? Es gibt wie so zwei grosse Erklärungslinien. Es gibt halt häufig mehr als eine. Die eine ist, dass man sagt, es war ohnehin ganz anders in dieser Zeit. Das war ja vor der Sintflut, wo die langen, grossen Zahlen sind. Und wenn das so war mit dieser Sintflut, eine Sintflut über den ganzen Globus, wo wieder einmal ein Neuanfang war, dann muss man sagen, das Leben vorher war anders als das Leben jetzt. Also wenn man es wörtlich versteht, Sintflut, und die Zahlen wörtlich nimmt, dann die würden sagen, es war ohnehin ganz anders gewesen. Die Atmosphäre war anders zusammengesetzt gewesen und das Leben war anders gewesen. Die andere Auslegung ist, dass man sagt, das ist wie, das wird auch Symbol, ist das mehr symbolisch zu verstehen, der Anfang der Menschheit. Und dann ist der 1. Mose 1 bis 11 ein Stück weit eine Geschichte der Ausbreitung der Sünde, auch von der Dekadenz. Gott hat die Welt gut geschaffen, aber wir leben ja in einer Welt, wo wir sehen, dass sie nicht nur einfach gut ist. Und wie ist das gekommen? Und dann ist es wie eine Art Geschichte von immer mehr Tod, immer mehr Gewalt, immer mehr Leute, die einander auf den Grund gehen, einander nicht mehr verstehen, Turmbau von Babel oder so, dann wäre es so zu verstehen. Also. Ja. Etwas, was Sie ja am Anfang auch angesprochen haben, ist ja die ganze Thematik als Neues Testament. Da wird ja viel auch gesagt, im Alten Testament ist der zornige Gott, der strafende Gott, im Neuen Testament der liebende Gott. Und viele Leute sagen, ja, also das Alte Testament, mit dem kann ich nichts anfangen, mit dem Neuen schon. Wie ist das so? Wie erleben Sie das? Ist das so? Kann man das so sagen?
Ich denke, das ist relativ undifferenziert. Also, wer will auf den Psalm 23 verzichten? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist Altes Testament. Und wenn ich Matthäus-Evangelium lese im Neuen, Jesus, wie viel der von der Hölle redet, das ist heute auch nicht mehr populär. Das ist im Neuen Testament. Also so ganz einfach im Alten Strafe, im Neuen Gnade, denke ich, ist wie zu einfach. Es hat wie beides in beidem. Mhm. Ist noch ein anderes Siegel, Frau Herdi, wo Sie sagen, wo Ihnen zu denken gibt, wo Sie sagen, da hätte ich eigentlich schon noch eine Antwort drauf? Ja, es ist natürlich, wenn man die Offenbarung liest, dann denkt man ja, die kann ich jetzt lesen und dann weiss ich, wie die Zukunft der Welt aussieht. Und dann kann ich mich darauf einstellen und dann fällt mir mal an und liest dort von Ritter und von Schwerter und ja, sieht Bilder dann auch und hat das Gefühl, nein, das verstehe ich gar nicht. Und man fragt sich, warum ist das Buch so geschrieben, wie es geschrieben ist? Ich denke, ich kann mir zwei Sachen vorstellen, so muss ich sagen. Das eine ist, ich kann mir vorstellen, dass für die sieben Leute leichter verständlich war. Es gibt eine ganze Gattung von Büchern, also außerhalb der Bibel auch, die in diesem Stil geschrieben sind. Mit Symbol, mit Engel, mit so Visionen und solche Sachen. Also so ein bisschen wie Science Fiction ist eine Gattung, wie man heute schreibt. Und wenn man irgendwo da nicht reinkommt, dann versteht man das auch nicht. Aber wenn man reinkommt, wir können mit dem umgehen und wissen, wie man das lesen muss. Und so denke ich, ein Stück weit haben die sieben Leute wie einen anderen Zugang gehabt, weil sie haben das ein bisschen kennt. Das andere, was ich aber auch sagen würde, ich bin eher skeptisch zu erwarten, dass wir dort einen Fahrplan finden würden, für wie es abläuft in Zukunft. Ich glaube, das war nicht die Idee, nicht am Anfang, also nicht im ersten Jahrhundert, als geschrieben worden ist, und auch nicht für uns heute. Sondern mehr, ich stelle mir immer vor, die Offenbarung mit diesen Bildern, das ist wie eine Bildergalerie. Wenn ich in ein Museum gehe, dann gehe ich in einen Saal rein, dann schaue ich Bilder an, das wirkt auf mich, ich nehme einen Eindruck mit und dann gehe ich in den nächsten Saal oder in den nächsten Raum, dann kommen andere Bilder. Und das heisst ja nicht, dass die nachher sind, sondern sie sind einfach in einem anderen Raum. Es sind wie Bilder, die uns etwas aussagen über, wer ist Gott und wie es auf dieser Welt. Und das war ja für diese Leute dort ganz, ganz schwierig. Sie haben geglaubt daran, Gott ist der Herr von dieser Welt. Und sie haben erlebt, das Römische Reich, die Militärdiktatur. Und da ist ein anderer, der auf dem Thron hockt. Mhm. Und wie passt jetzt der Glaube, dass Jesus Christus so verstanden ist, dass der Herr ist von der Welt, wie es so schön heisst? Das Reich von Gott ist angebrochen. Ja, aber die Legionen marschieren immer noch durch. Wie passt das zusammen? Und das ist wie die Variation von diesem Thema. Sie geben gerade das Stichwort zum nächsten Punkt oder Thema, wie passt das zusammen? Das muss man sich ja wirklich auch im Blick auf die ganze Bibel fragen. Ich meine, wir reden jetzt über ein Buch, das vor 3000 Jahren, vor 2000 Jahren geschrieben worden ist. Wir leben jetzt eben 2000, 3000 Jahre später. Wie passt das zusammen? Also ich meine, wie kann das Buch, das von einem völlig anderen geschichtlichen Hintergrund entstanden ist, heute noch für uns von Bedeutung sein, relevant sein. Da frage ich jetzt aber auch Sie, Frau Herdi, wie erleben Sie das? Wo können Sie sagen, Mama, mit dem kann ich leben? Weil offensichtlich leben Sie ja damit. Sie lesen ja die Bibel relativ häufig. Also es hat verschiedenste Stellen, die einem halt im Alltag ansprechen, wo man merkt, das ist auch eine Lebenshilfe. Also, dass man jetzt nicht einmal die 10 Gebote, die für unsere Gesellschaft ja eine Rolle spielen, weil du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, auch vom Gesetzgeber ja so verankert ist, sondern dass man es miteinander leben und wenn man Fehler gemacht hat, dass man zum Beispiel sagt, kannst du mir vergeben oder um Verzeihung bitten. Also ich denke, das ist also eine ganz grosse Hilfe, dass man das immer wieder lesen kann, dass einem ja Gott vergibt oder Jesus vergibt einem und dass er ihm ja sogar auch ganz grobe Fehler sogar auf sich genommen hat und am Kreuz gestorben ist für uns. Wenn wir ihm sagen können, ich habe einen riesen Fehler gemacht und bitte dich, nimm du das zu dir, ich kann mit dem so nicht umgehen. Und dass man dort entlastet wird, dass man Vergebung findet. Und ich denke,
dann zu leben mit dem auch im Alltag, dass man das anwendet auch mit den Mitmenschen, mit dem Ehepartner oder mit Freunden, die einen vielleicht enttäuscht haben, dass man vielleicht Menschen dann darauf anspricht und sagt, schau, da hast du mir weh gemacht, aber ich würde dir das vergeben, ich trage dir das nicht nach. Ich denke, das ist eine Kraft, die man erleben kann und wo man auch merkt, dass es funktioniert. Sind das so wie Grundwerte, die Sie in der Bibel finden? Ja, unbedingt. Sie umsetzen. Auch ja. Heute noch, wo Sie sagen, ja. Das hat damals geholfen, da sind die Menschen eigentlich heute noch genau gleich. Ja, also einfach als Beispiel zum Beispiel auch in der Schule mit den Schülern. Ich lege Wert darauf, dass sie nicht klauen in der Schulküche. Also, und wenn es nur um ein Schöckeli geht. Also, ich habe zweimal verwischt, die haben mir Jockeystängeli zum Kühlschrank ausgestibitzt. Und eigentlich könnte man einfach das Auge zudrücken und sagen, ja, ist nichts passiert, ist ja nur ein Jockeystängeli. Aber ich habe sie darauf angesprochen und gesagt, wie wäre es denn, wenn ihr würdet sagen, ich habe jetzt Lust auf Jockey. Und dann teilt man es aber durch alle. Und nicht einfach ihr zwei spazieren jetzt davon mit dieser Jockey. Und ich denke, das ist etwas, wo man diesen Kindern auch mitgeben kann und wo sie, also ich habe geredet mit und sie haben das so können akzeptieren und gefunden, ja, eigentlich, dann muss ich ja kein schlechtes Gewissen haben können, weil es wurmt einem ja dann gleich, vielleicht finden sie es ja dann raus. Mhm. Oder wenn man auch gestellt wird, ist es ja auch nicht so angenehm und auch für mich ist es nicht angenehm gewesen, denen zwei, dass sie das Gesicht sagen, dass ich es jetzt halt weiss. Wo sehen Sie so Parallelen, wo Sie sagen, da ist das, was in der Bibel steht, direkt fließt das rein, in unsere Zeit rein. Da ist überhaupt kein kultureller Graben dazwischen. Also für mich persönlich ist es wie die Grundorientierung überhaupt fürs Leben. Also was ist der Sinn vom Leben? Also ich merke, das ist eine Frage, die mich als Jugendliche stark beschäftigt hat und eigentlich bis heute. Warum bin ich da? Warum arbeite ich überhaupt? Warum soll ich mich einsetzen? Warum soll ich mir ein Bein ausreißen? Lohnt es sich? Also wie eine Grundkraft oder Motivation überhaupt zu leben? Da merke ich irgendwo, die Bibel, wo ich am Anfang gesagt habe, es ist das Wort von Gott, wo wie eine Art uns den Rahmen gibt, für was ist das Menschsein überhaupt? Und für was ist es denn da? Was ist denn die Antwort jetzt von der Bibel auf diese Frage? Mit dem Gott zu leben, wo einem gern hat, wo wir uns auf den Kopf verlassen, im Leben und im Sterben, durch dick und dünn. Ich bin jetzt nur einen Moment einfach gerade ein bisschen still gewesen, weil wenn Sie vom Sterben reden, muss ich einfach jetzt auch gerade an Frau Herdi denken, weil Frau Herdi hat ja ganz schwer erlebt in ihrem Leben. Ihr Bruder hat sich das Leben genommen. Mhm. 3 Monate später haben sie die Diagnose Krebs bekommen. Und kurz darauf ist ihre Schwester in einem Unfall ums Leben gekommen mit ihrem 5-jährigen Bub. Ja. Also das Sterben, das Sie jetzt ansprechen, das haben Sie brutal, brutalst erlebt, Frau Herdi. Ja. Wie war jetzt das gewesen? Ja, es war so ein freier Fall gewesen. Wirklich einfach, man hat sich fast nicht mehr erholt vom, also ja, ich denke jetzt auch an meinen Bruder, der gestorben ist. Und 3 Monate später kam ich die Diagnose Brustkrebs über. Es war, ich gar nicht richtig trauern um ihn. Also ich bin von einem ins andere gestürchelt. Oder? Und dann, wo man ein bisschen das Gefühl hatte, also nach der Chemo und die ganze Therapie, die ich nachher hatte, wo ich mich wieder ein bisschen aufgerappelt habe, als ich bei meiner Mutter noch, ich weiss das noch so gut, es war ihr Geburtstag, wir höckeln im Garten, es war der 13. März mit meiner Schwester zusammen und wir haben das Gefühl gehabt, jetzt kommt es wieder gut. Also jetzt, ich hatte gute Prognosen gehabt und der Tod von meinem Bruder war ein bisschen verarbeitet, aber er hat natürlich immer noch gefehlt. Und einfach 3 Tage später ist meine Schwester verunglückt. Also man hat es wie nicht verstehen können. Es war auch noch so gewesen, dass ich dort wirklich nach Gott gesucht habe. Und den Tag, bevor meine Schwester gestorben ist, habe ich also ganz insbrünstig das Vater unser gebetet und habe irgendwie auch so, ja, dein Wille geschehe. Also so ihm wirklich mein Leben angelegt und habe so gedacht, es kommt schon gut, so wie er es will. Und am anderen Tag verunglückt meine Schwester und ich habe ihn wirklich nicht verstanden. Also so die Antwort habe ich nicht erwartet, wenn es dann eine Antwort war. Ich habe nachher Antworten bekommen, dass ich, das ist etwa 7 Jahre lang gegangen, als ich trauert habe um meine Schwester.
Und dann hatte ich mal einen Moment einfach so für mich, wo ich gemerkt habe, die Zeit, die ich mit meiner Schwester ganz intensiv erleben durfte, wo ich Krebs hatte, das war so eine intensive Zeit. Und nachher ist sie ja gestorben und ich konnte jetzt zuerst mal Danke sagen für meinen Brustkrebs. Also wirklich auch hingehen und sagen, du hast es gewusst, dass meine Schwester nicht mehr Zeit wird bekommen und hast uns die intensive Zeit geschenkt. Und einfach das Ganze anders, mal anders beleuchten, von einer anderen Seite her betrachten. Und es war auch wie so eine Befreiung dann. Und das andere einfach stehen lassen, fragen, warum das so eine junge Mutter, die dann auch ein 7-jähriges Mädchen hinterlässt, so früh muss sterben. Auf das gibt es keine Antwort. Nein, das gibt es. Ich denke, ich komme irgendwann mal die Antwort über. Heute jetzt einfach nicht. Ja. Aber ja, ich denke, es war für mich ganz wichtig, zu merken, ich hätte losgelassen an dem Gott. Also ich hatte wirklich Momente, wo ich gefunden habe, ich bin wahrscheinlich einfach gleich. Und gleich habe ich so viele Menschen dürfen erleben, die auf mich zugekommen sind. Und zwar nicht einfach mit frommen Bibelsprüchen, sondern mit ganz praktischer Hilfe in diesen schweren Zeiten. Aber immer wieder auch mir Sachen angelegt haben, wie ein Büchlein «Spuren im Sand» zum Beispiel, wo am Schluss dann einfach so die eine Spur noch sichtbar ist von diesen zwei, wo man nachher denkt, ja, aber Herr, du hast mich ja verlagt. Genau so, jetzt habe ich den Beweis, oder? Also du lässt mich in den Stich, dann, wenn es mir wirklich am schlechtesten geht. Und dann steht dort so, dort habe ich dich getragen. Und das sind so Momente, wo ich wirklich auch wieder gedacht habe, ja, ich muss halt wirklich auch vielleicht ein bisschen mehr fragen, ein bisschen mehr auch wieder auf die Suche gehen und wieder mehr zu lesen und habe es dann auch wieder intensiviert. Und ich denke, wenn ich Gott dort nicht gefunden hätte, dann wäre ich wahrscheinlich ja, irgendwann zurückgegangen an dem Ganzen, was ich erlebt habe. Und einfach auch wieder dürfen Lebensfreude spüren, also die Kraft bekommen, für Lebensfreude zu haben. Das habe ich aus dem Glauben heraus bekommen. Ja. Sie haben uns jetzt ganz kraft eine unglaubliche Geschichte erzählt, Frau Herdi. Und haben auch angetönt, etwas, was viele Leute auch erleben, eben so Phasen, dass sie sagen, dort ist etwas auch immer wieder, dass mir aus der Bibel Trost entgegenkommt. Manchmal auch der Leute, die mir etwas sagen. Manchmal der Leute, die einfach mit mir traurig. Aber auch Leute, die manchmal sagen, ich habe in der Bibel Kraft gefunden. Auf was schließen Sie das zurück, Herr Kleiner, dass Leute sagen, ich finde in der Bibel auch immer wieder Trost, auch wenn man längstens nicht so viel Tragisches erlebt, wie Sie es jetzt erleben müssen? Ich glaube, die Bibel eben ist eben mehr als einfach Druckerschwärze. Hinter diesen Worten steht eine Person, steht der lebendige Gott. Und es war nicht nur einfach vor 2000 Jahren, sondern der ist jetzt da. Ich meine, die Mitte der Geschichte der Bibel ist ja Jesus Christus, wo erzählt wird, wie er stirbt. Und wie er genau im Leiden und im Tod auch noch sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er sagt, mein Gott, der Gott, als er erlebt, dass er ihn verlassen hat, der Gott stellt sich zu ihm. Und durch diese Worte und durch die Worte von diesem Gott merken wir auch heute noch, der ist da. Wir haben jetzt in dieser Sendung eine richtige Berg- und Talfahrt gemacht. Ich glaube auch mit unseren Gefühlen, auch durch das, was Sie uns mitgegeben haben, Frau Herdi. Wir sind bei der Sendung Bibel, ein Buch mit 7 Siegeln. Wenn jetzt jemand zuschaut und sagt, ja, da in meinem Büchergestell, da hat sie auch so ein Buch, eben das mit diesen 7 Siegeln, ist, glaube ich, ein bisschen verstaubt. Ich möchte es wieder mal führen, ich möchte wieder mal von der Bibel lesen. Was ist Ihre Erfahrung, was sind Ihre Tipps? Wie kann man am besten von der Bibel lesen? Wie kann man am besten reinkommen in das Buch mit diesen 66 Einzelbüchern, wie Sie es vorhin gesagt haben? Herr Kleiner, was wäre Ihr Ratschlag? Ich würde 2 Sachen sagen. Das eine ist, mit der Jesus-Geschichte anfangen. Das Lukas-Evangelium zum Beispiel oder Johannes. Einfach eines von den Evangelien am Anfang des Neuen Testament. Und das zweite, mit anderen Leuten. Es ist so viel
spannender, einfacher, man liest etwas und fragt den anderen oder die anderen, wie verstehst du das? Wie erleben Sie das? Oder was würden Sie jemandem raten, der jetzt von der Bibel lesen will? Also unbedingt auch würde ich das unterstützen, dass man sich einen Kirche sucht, dass man mal reinschaut, ob das für einen stimmt. Und meistens haben die Kirchen auch so Kleingruppen anzubieten, wo man nachher vielleicht über Predigt redet. Und meistens hat sie dann Bibelstellen, die Predigt aufgenommen hat, und dass man das dann nachher miteinander kann besprechen. Und da gibt es wirklich auch ganz spannende Fragen. Und ich denke, es ist wichtig, dass man Fragen stellt, die man hat, dass man nicht einfach sagt, ja, das ist jetzt einfach so und ich verstehe es nicht, sondern dass man miteinander diskutiert und den Mut hat, auch die Fragen zu stellen, die man hat. Oder es gibt auch Literatur, also mir hat das Buch geholfen, das heisst E-Mail von Gott, und das ist ja das, was ich immer schon als Kind gedacht habe, eigentlich müsste man können telefonieren mit dem Herrgott oder heute ein E-Mail können schicken. Und das ist so ein Claire Kloninger, wo Bibelverse einfach abtransferiert in den Alltag oder umtransferiert und als wirklich alltägliches Beispiel dann bringt, wie man das verstehen soll. Und ich habe das genial gefunden. Also das hat mir sehr geholfen, zum Teil kompliziertere Texte dann auch mitzunehmen in den Alltag und das praktisch zu leben. Frau Härti, Herr Kleiner, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie uns mit eingenommen haben in das Buch mit diesen sieben Siegeln, vielleicht das eine und andere so ein bisschen von Hand anknacken. Ganz gelöst haben wir sie auch immer noch nicht ganz, werden wir auch gar nie. Danke vielmals, ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Danke. Danke vielmals.